Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Irgendwie ist da noch ein wenig im Argen. Ja, der Kunde ist ein wenig zu schnell gefahren. Seitdem kommen aus dem Auspuff störende Geräusche. Also ich würde sagen, wir gehen erstmal so vor. Wir haben ja beim letzten Mal hinten den Schalldämpfer in Ordnung gebracht. Der war definitiv schon mal kaputt. Wir werden mal die Motorelektronik uns anschauen. So, schönes Auto, aber wer macht beige Sitze? Gut, das Thema hatten wir schon. So viel dazu. Also wir lesen einfach mal kurz den OBD aus. Hoffen, dass wir dann noch was finden. Störende Geräusche könnte auch so der Abgaskrümmer oder wie heißt das Ding da vorne, was am Motor runtergeht zum Rohr hinter. Ne? Der, vielleicht hat der noch eine Macke. Ja, werden wir jetzt vielleicht gleich mehr dazu wissen. Wir gucken mal, was das Ganze uns so mitteilt. Sieht bisher noch sehr harmlos aus. Ich habe aber, wie gesagt, da diese Vermutung, störende Geräusche aus dem Auspuff könnte also wirklich hier unten dran liegen. Das heißt, wir werden mal in den Prüfungsmodus gehen und gucken, den mal checken. Ja, hab ich mir's doch gedacht, ne? So, jetzt werden wir den hier mal abbauen. Ja, und ich habe da eine ganz üble Befürchtung. Denn um den abzubauen, muss ich wahrscheinlich jetzt den gesamten Auspuff auseinanderschrauben. Ja, wunderbar. Ganz toll. Ich bin begeistert. Jetzt haben wir das Ding schon repariert und jetzt können wir den ganzen Scheiß nochmal absetzen. Ja, klasse. Gut, zum Glück haben wir das schnelle Schräubelein dabei, den schnellen Schraubenzieher hier. Mit dem geht das eigentlich ziemlich zackig. Ja, so... Ich hätte das ja anders gemacht, ich hätte das Teil vorne abgebaut. Also ich weiß gar nicht, ob man dann für so eine Verbindung unbedingt immer alles abbauen muss, ob das in Wirklichkeit auch so ist. Oder ob man nicht vorne einfach die Verbindung löst, die Aufhängung der einzelnen Mitteltöpfe, Cut und so weiter einfach drin hängen lässt und dann einfach nur hinten dran ja, arbeitet. Jedenfalls hier müssen wir komplett alles abbauen. Ich weiß auch nicht warum. Naja gut, dann machen wir das halt mal. So, wir kämpfen uns langsam in Richtung des Motors. Oh, auch dieses haben wir nun fertig. So, schrauben wir den hier noch ab. Oh, und jetzt würde es mich nicht wundern, wenn wir gleich da raus müssen und zur Motorinspektion gehen, weil wir an das Teil nicht drankommen. Ja, habe ich mir ja gedacht. Alles klar. So, okay, dann... ach so, und den muss ich ja jetzt wieder von oben abschrauben. Ist logisch, ja. Ja, umständlicher geht's einfach nicht. Oh, den bitte mal einmal abbauen. So, und jetzt haben wir hier den Schraubenmarathon vor uns. Zum Glück geht das hier relativ zügig. Da ist das Finden der Schraubenposition schwieriger als die einzelnen Schrauben abzubauen. So, das geht ja zum Glück jetzt ziemlich schnell. Haben wir hier das schon auf Maximum gedrillt, das ist gut. Oh ja, wir haben diese lange Arme und diesen super gebogenen Schraubenzieher, dass wir auch die Rückseite von vorne aus abbauen können. Ist also gar kein Problem. Erstmal kurz, wo sind wir denn da zu Hause? Hier. Testen, ob ich da das reparieren kann. Ich glaube zwar nicht dran. Nee, ist eigentlich auch klar. So, jetzt muss ich mal kurz im Inventar gucken. Ist das von einem V6, glaube ich, gewesen, ne? Endschalldämpfer hinten. Auspuffkrümmer V6, genau. Den müssen wir dann entsprechend kaufen. Auspuffkrümmer V6, den werden wir auch gleich verkaufen. So. Und dann schrauben wir mal den ganzen Kladderabums wieder zusammen. Oh, diesmal scrolle ich nicht. Diesmal gehe ich gleich so nach oben. Auspuffkrümmer. Einer sagt Abgaskrümmer, der andere Auspuffkrümmer. So, den werden wir mal holen. Wir werden das Ding wieder reinsetzen. Hochbocken. Und dann alles wieder zusammenschrauben. Oh, sollte ja dann ohne Schwierigkeiten funktionieren. Und ich hoffe, dass dann nicht noch irgendwas kaputt ist. Aber Auspuffgeräusche sind eigentlich eindeutig, dass es dann von da kommen muss. Oh, der bastelt da schon mal die Schrauben an, bis die alle angesetzt sind. Haben wir die ersten vier schon fest. Das ist das einzig Gute jetzt daran, dass das doch ziemlich zackig geht. So, damit haben wir die ersten 12 Schrauben fest. Die nächsten 12 sind in Arbeit. Oh, Schraube hier, Schraube da, schnell mal schrauben, wunderbar. So. Okidoki. So, jetzt müssen wir den ganzen Kram von unten wieder befestigen.
Da haben wir auch noch ein paar Schräubchen vor uns. Da gehen wir aber wieder von hier hinten ran. Von hinten kostet zwar eigentlich Hundesteuer, aber ist dann angenehmer zu arbeiten. Von hinten arbeitet sich's einfach manchmal doch etwas besser. So. Nee, ein Stück runter. Oh, bist du jetzt... Hey, hallo. Was für eine Perspektive hier. Wo ist denn jetzt das Auspuffteil? Toll, ist zu weit weg, da komme ich nicht ran. Ich krieg ja hier einen Abgang, ey. Also, nee. Jetzt muss ich hier in den Motorbereich... Ah, jetzt kann ich es ansetzen. Okay. Ja, dann den bitte wieder drauf. Ja, dieses Teil. Ich habe hier sonst kein anderes. Mann. So, ja, ich bin jetzt nicht wegen dem Spiel an sich genervt, sondern weil das ein bisschen umständlich hier ist, dass man hier wegen einem Bauteil das halbe Auto zerlegen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Wirklichkeit genauso ist, ehrlich. Das ist ja so, als wenn ich, um an die Bremsscheibe zu kommen, auf alle Fälle auch die Motorraumabdeckung wegmachen muss. Irgendwie kommt mir das etwas spanisch vor. Gut, vielleicht bin ich auch da so ein Noob und habe da einfach null Ahnung. Möglich ist das. Die Schrauberprofis können mir ja bestimmt was zu schreiben, ob da wirklich der gesamte Auspuff hier demontiert werden muss dafür. Oder ob das nicht, wie ich mir das denke, einfach da vorne an der Übergangsstelle abgeschraubt wird und rausgenommen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich unbedingt gleich alles abbauen muss. Aber okay, hier ist es so verlangt. Hier werden wir das auch mal so machen. Vielleicht haben wir ja Glück und das war's dann schon mit dem Auftrag. Das werden wir jetzt mal sehen. Nö, immer noch nicht alles. Okay, dann müssten wir vielleicht doch nochmal in den Motorbereich gucken. Da ist wahrscheinlich dann doch nochmal was hinüber. Denn wenn der sagt, ich gucke nochmal Geräusche aus dem Auspuff. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Seitdem kommen aus dem Auspuff störende Geräusche. Gut, dann könnten wir uns vielleicht nochmal da hier ein bisschen umschauen. Ich würde sagen, wir bauen mal das ab kurz hier. Ich würde mir mal auch gerne den Luftfilter angucken. Mit dem zu schnell fahren. Vielleicht ist da ja irgendwas schief gelaufen. Genau, Öl müsste man eigentlich auch mal kontrollieren, wie es damit aussieht. Ne, Öl ist Gold, Mittel gefüllt, ist eigentlich in Ordnung. Brauchen wir nichts zu machen, das ist in Ordnung. Wunderbar. So, hier die Schräubchen rausgucken wir mal in den Luftfilter rein. So. Ja, die schraube ich noch schnell weg. Denn ansonsten ist ja nicht was noch groß, was für den Auspuff an störenden Geräuschen sind. Außer vielleicht eine Zündkerze hat es geschossen oder die Lichtmaschine ist kaputt. Oh, halt. Wollte ich doch gar nicht demontieren. Den wollte ich doch, ja, Unsinn. Na gut, aber jetzt haben wir sie so gleich geprüft. Ist also alles okay. Wenn der zu schnell gefahren ist, na, ich hoffe nicht, dass jetzt das Getriebe vielleicht sogar noch ist. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Weil 4000 Euro ist natürlich ein Haufen Kohle. Aber ich glaube, wir machen es da jetzt gar nicht die Arbeit. Ich mache das so, wie das der Mekurago gesagt hat. Ich werde jetzt einfach mal hier auf den Diagnosepfad fahren. Warum jetzt jedes Teil einzeln checken? Mit Diagnosepfad und Co. kriegen wir doch die Sachen eigentlich auch relativ schnell herausgefunden. Ja, dann könnten wir eventuell nochmal eine Testfahrt machen, eine Probefahrt. Mal gucken, ob das vielleicht auch noch was bringt. Oh, Bremsen vorne, okay. So, Bremse hinten. Auch Bombe, alles gut. Jetzt gucken wir nochmal Fahrwerk an. Aber das hat ja eigentlich mit dem Geräusch im Auspuff nichts zu tun. Was könnte das denn sonst noch sein? Okay, Federung ist auch gut. Störende Geräusche im Auspuff. Benzinfilter und Pumpe können es jetzt sein. Das wäre der Motor, der dann unrund läuft. Oder meint er das vielleicht damit? Gut, manche drücken sich vielleicht nicht so ganz so professionell aus. Wäre also auch noch eine Möglichkeit, die dann in Frage kommt. Ja. Na gut, wir gucken jetzt erstmal, was uns dann noch entgegenspringt. Vielleicht finden wir da noch ein paar Teile. Ja, aber aus dem Auspuff, da können noch keine Kupplungsgeräusche kommen. Das kann es auch nicht sein. Bin da ein bisschen ratlos so momentan. Oh, nochmal in den Farbskala-Modus gehen. Oh, das sieht aber eigentlich alles ziemlich gesund aus. Also ich will aber jetzt trotzdem nochmal schnell in den Motorraum reinschauen. Hab da noch so ein, zwei Sachen,
die ich mir gerne mal schnell angucken würde. Zum Beispiel in den Bereich hier Keilriemen und Co. Oh, lass mal den mal schnell prüfen. Aha, da haben wir schon einen Verdächtigen. Okay, Wasserpumpe ist in Ordnung. Aha, Zahnriemen ist auch kaputt. Halt, da wollte ich noch gucken, wie die Spannriemenscheibe aussieht. Die ist okay. Und, ah ja, der Riemenspanner ist auch noch kaputt. Ja, dann haben wir da schon mal wieder 1-2 Punkte, die wir noch machen müssen. Und da wissen wir auch, dass wir nichts reparieren können. Das haben wir beim letzten Mal ja schon probiert. Halt, da muss erst der Riemenspanner runter. Genau, dann kann ich auch den V6-Riemen runterziehen. So, dann haben wir hier schon mal wieder 3 Verdächtige, die entsprechend überführt wurden. Ja, die werden wir gleich mal austauschen. So, und das hatten wir nämlich auch schon mal gehabt mit Keilriemen, mit Zahnriemen und mit Spannrolle bzw. Riemenspanner. Also, so, Keilriemen V6, den brauchen wir. Dann brauchen wir einen Riemenspanner und den Zahnriemen V6 brauchen wir noch. So, damit haben wir die 3 Teile auch in Ordnung gebracht. So, bauen den Kram wieder ein, dann schauen wir mal, ob es das vielleicht sogar schon war. Wäre dann relativ simpel gewesen eigentlich. Aber man merkt also doch, meistens sind es dann die Teile, an die man erstmal so über das leichte Prüfen gar nicht rankommt. So, dann ist der schon mal okay. Und dann den Riemenspanner da hinten rein. So, der ist auch fertig. Den Keilriemen drauf. So, ja, schnell fahren lohnt sich einfach nicht, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Gucken wir nochmal durch. Ja, Auftrag erledigt. Wunderbar. Das haben wir also geschafft. Inventarbereinigung ruft. So, und ich hoffe, dass wir bald mal ein paar Sachen haben, die wir entsprechend hier noch einsetzen können. So, das ist auch soweit erledigt, denn wir haben einiges. So, was haben wir eigentlich an Geld? Da haben wir ja auch einiges. Mal schnell reinschauen, bevor wir an den nächsten Auftrag gehen. So, mal gerade gucken. Wir haben 6000 Euro. Na, das ist doch cool. Da können wir nämlich hier die Mechanikerstufe noch auf Level 8 hochpushen. So, und damit ist der Auftrag erledigt. Das heißt, wir werden nochmal den nächsten Auftrag starten. Auftrag 67 kommt jetzt. Oh, ihr merkt schon, wir kommen so langsam, aber sicher Richtung Finale. Zumindest was das Normale betrifft. Und ja, dann haben wir das Offroad-Package noch. Da könnt ihr ja mal ja, in die Kommentare reinschreiben. Wollt ihr das Offroad-Package dann auch noch sehen? Das sind nochmal 16 Missionen, glaube ich. Und ja, dann machen wir das oder nicht. So, und hier habe ich schon wieder so einen Pseudo-Hobby-Schrauber. Der wollte sein Auto selber tunen und hat wahrscheinlich mehr kaputt gemacht. Es gibt einen schrecklichen Lärm und mit Sicherheit sind Teile beschädigt. Ja, das klingt schon mal richtig toll. So, wir gucken mal, ob unsere Auf-Anhieb-Suche was findet. Komisch, der findet auf Anhieb immer komischerweise nur die Teile, die in Ordnung sind. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Oh, da ist was rot, da sehe ich... Oh doch, diesmal hat er schon mal was Tolles gefunden, da die Zündvorrichtung ist kaputt. Die hat er schon direkt entdeckt. Okay, aber das kann es ja für 6000 Euro nicht unbedingt sein. Obwohl, Tuning kostet ja auch einen Haufen Geld. Vielleicht haben die da entsprechend viel mit reingerechnet. Wir gucken erstmal, ob das mit der Zündvorrichtung hinkommt. Beziehungsweise, was er uns jetzt noch sagt. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Fehler. So, halt nochmal auf den Farbmodus gehen. So, das ist alles gelb, aber gelb ist ja noch kein Problem soweit. Also ist jetzt nur die Zündvorrichtung da kaputt. Ah, der Luftmassenmesser ist kaputt, beide Zündvorrichtungen sind kaputt. Ja, der sieht schon mal aus, als ob da einiges zu tun ist. Da machen wir uns in der nächsten Folge mal ran, werden die 3 Teile schon mal direkt austauschen. Obwohl, wenn ich genau hinschaue, unter den Zündkabeln vorne, die Zündkerzen scheinen auch im Hintern zu sein. Also sprich ein wenig defekt. Das werden wir dann auch mal gleich tauschen, denn vorher können wir gar keine Probefahrt machen. Wenn die Kiste nicht läuft, brauchen wir auch kein Schubtuning machen. In diesem Sinn war es das für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.